Hallo liebe Schüler, zu Beginn des Schuljahrs geht's um Brüche, Dezimalbrüche und Prozent. Neues Thema, neues Glück, aber was versteckt sich dahinter? Dezimalbrüche und Prozent schieben wir jetzt erstmal nach hinten. Jetzt geht es erstmal um die Frage, was ist ein Bruch? Wir haben ja bisher etwas kennengelernt in der 5. Klasse. Und zwar waren das die natürlichen Zahlen. Inklusive der Null schreibt man die dann 0, 1, 2, 3, 4. Ich habe euch mal so Käseleibe mitgebracht. Ich war nämlich in den Ferien, war ich in einer Käserei. Und dann wollte ich mir Käse kaufen, ja? Und dann war ja die Möglichkeit, ich kann entweder einen Käse kaufen, zwei Käse kaufen, drei Käse kaufen, aber schaut euch mal diese riesigen Käseleiber an. Das Problem dabei ist, so einen riesigen Käse kann ich ja gar nicht essen. Also ein ganzer Käse wäre hier völliger Käse, weil so viel kann ich nicht essen. Also habe ich mir überlegt, ich will ja vielleicht nur einen Teil davon. Und da sind wir dann schon in der Nähe, was wir brauchen, was man unter einem Bruch versteht. Denn ich will von diesem Käse hier nur einen Bruchteil. Ja, jetzt ist es aber eure Aufgabe herauszufinden, was ist denn so ein Bruchteil? Ich habe euch mal ein paar Brüche mitgebracht. Ich lese sie euch mal vor, von links oben nach rechts unten. Ein Viertel, drei Achtel, ein Drittel, ein Siebenundzwanzigstel, ein Halb, zwei Neuntel, drei Viertel. Ihr habt schon gemerkt, man liest immer quasi das oben zuerst und an das, was unten steht, fügt man ein Till hinzu. Also zum Beispiel beim ersten ein Viertel, beim zweiten drei Achtel und so weiter. Einzige Ausnahme, wenn oben eins und unten zwei steht, dann sagt man ein halbes. So, eure Aufgabe ist es jetzt rauszufinden oder zu überlegen, wo habt ihr denn sowas schon mal gehört? Ein Viertel, drei Achtel. Wo kommt das Ganze schon vor? Wo habt ihr das schon mal gehört? In welchem Zusammenhang? Und dann überlegt euch, habt ihr eine Idee, warum genau das so in der Reihenfolge stehen müsst? Das ist jetzt eure Aufgabe, besprecht euch oder macht es selbstständig, aber findet auf jeden Fall heraus, wo es im Alltag Brüche gibt. Ein Viertel, ein Achtel, drei Achtel und so weiter. Und dann besprechen wir uns.